Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und es ist der Asam Beauty Adventskalender. Also, ja, sau viele von euch haben mich angeschrieben und gesagt, ich soll den auspacken, also mache ich das. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hinter diesen 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender kann man auf asambeauty.de für 69,95 bestellen. Habe ich gemacht. Habe mir dann auch noch eine Surprise Bag bestellt, wozu ich dir das Video wahrscheinlich im Anschluss von diesem Video hochladen werde. Was ich aber vorher gedreht habe, weil ich jetzt einen roten Lippenstift drauf habe, was ich in dem Asam Beauty Video, was ich in dem anderen Video nicht haben wollte. Egal. Meine Logik ist ganz anders, ne? Okay, dieser Adventskalender schaut wirklich weihnachtlich aus. Der ist poppig, aber weihnachtlich. Also wir haben Herzchen, wir haben Sternchen, wir haben Tannenbäume, wir haben Rentiere. Läuft, ne? Ist für mich ganz schön weihnachtlich. Und der ist ganz schön groß und der ist, ja, angenehm schwer. Also jetzt nicht ultra schwer, aber hat ein angenehmes Gewicht. Wie soll ich das denn sagen? Wir gucken mal rein. Man wird natürlich hinten auch drauf gespoilert, ne? Da sind schon ein paar Produkte abgebildet. Ja, ich denke hauptsächlich Produkte von M. Asam. Wer hätte das gedacht? Das heißt auch hauptsächlich Produkte aus dem Bereich Pflege. Aber ja, das hatte ich auch eigentlich so erwartet. In diesem Video kannst du diese wunderschöne pink gefüllte Box gewinnen. Und vielleicht wandert noch das ein oder andere aus dem Adventskalender in diese Box mit rein. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Und ja, los geht's. Der Kalender soll übrigens einen Wert haben von 160 € und ich bin gespannt, ob wir das erreichen werden oder ob wir vielleicht etwas drüber liegen. Das fände ich natürlich sehr schön. Herrlich, dieser Kalender hat auch Regalfächer, also quasi ist unterteilt, sodass dir nicht alles runterknallt, wenn du was entnimmst. Hier haben wir die Nummer 1. Übrigens kommt aus dem Kalender auch ein richtig schöner Duft raus, ne? Das muss man auch dazu sagen. Resveratrol, ich habe gelernt, Essence of Youth, ein Serum und ich glaube, ich habe dieses Serum aktuell in groß bei mir im Badezimmer stehen. 15 ml sind hier enthalten. Wenn es das ist, was ich aktuell in Verwendung habe, ist es geil. Das verwende ich morgens und abends direkt nach dem Toner. Ein Toner verwendet man, um den pH-Wert nach der Gesichtsreinigung, den pH-Wert der Haut auszugleichen und dann kommt das Serum drüber. Dann machst du dir eine Augencreme drauf und dann kommt deine Gesichtscreme drüber. Also so ungefähr in der Art hat man die Reihenfolge. Serum morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Ja, geil. Also wenn es das ist, was ich habe, dann ist es geil. Ne? Klein, aber hoffentlich fein ist die Nummer 2. Vino Gold, vor allem Gold, eine Ampullenkur, eine Intensivampullenkur. Da sind 2 Ampullen à 2 ml enthalten. Und wir hatten ja letztens in der Mainz-Box eine 14-tägige Ampullenkur. Und ja, das ist schon mal sehr nice. Und hier haben wir jetzt 2 von diesen Ampullen drin. Goldener Wein? Das Vino ist doch Wein, ne? Goldener Wein, okay, ja. Ja, nur äußerliche Anwendung. Auch das finde ich immer sehr witzig, wenn sowas draufsteht. Nein, ich hatte nicht vor, die Ampulle zu trinken. In der Nummer 3 haben wir ein ähnliches Gewicht und eine identische Größe von dem Büchschen. Oh, schön. Eine Glättungsmaske. Ja, im Asam ist ja auch viel so im Bereich, ne? Etwas reifere Haut. Ja, ja. Hier sind 2 Anwendungen drin mit Vitamin E und Traubenkernöl, porenverfeinernde Gesichtsmaske und sie ist intensiv glättend. Auch das wieder mit dem Resveratrol. Ich weiß nicht, was Resveratrol ist. Das ist irgendein ganz toller Zusatz aus der Weinrebe, der dazu führen soll, dass du jugendlich aussiehst und dass du geglättet bist. Jo. Mal gucken, ob das hier ein Facelift ersetzt. Die 4 ist lang und hat ein Herz drauf. Und wenn ein Herz drauf ist, dann ist bestimmt was Tolles drin, oder? Das ist Vinolift Reinigungscreme. Okay, eine Cleansing Cream mit 50 ml. Und das ist einfach zur Gesichtsreinigung. Vereinigt. Okay, schön. Vereinigt, schonende und gründliche Reinigung mit einem sanften Peeling. Auf die nasse Haut auftragen, sanft verteilen und mit viel Wasser abwaschen. Für die tägliche Anwendung geeignet. Sowas muss ich immer erst wirklich ganz vorsichtig an Teilen meines Gesichtes ausprobieren, weil ich weiß mittlerweile, dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe, reagiert meine Haut doch auf
tägliche Einflüsse anders, als sie das damals gemacht hat. Damals hätte ich mir sowas locker drauf machen können. Da hätte ich auch 30 Tage lang jeden Tag eine Peel-Off-Maske machen können, ohne dass meine Haut irgendwie irritiert gewesen wäre. Mittlerweile muss ich etwas vorsichtiger mit mir selber umgehen und werde das dann erstmal vorsichtig testen und dann tatsächlich hoffentlich auch täglich anwenden können. Ja, was das aber mit Lift zu tun hat, keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Reinigungsprodukt für das Gesicht dann auch noch einen Lifting-Effekt hat, oder? Die Nummer 5, ups, rollt hier drin rum. Roll in die Hand. So, hier haben wir Youth Lift All-in-One Solution Cream. Das gibt dir eine, Lösung für alles. Morgens und abends auf das Gesicht auftragen und einmassieren. Ja, morgens und abends ist auch sehr, sehr, sehr schön. 20 Milliliter sind hier drin. Cool. Lifting Cream kann ich gut gebrauchen. Ich mit 30 Jahren finde, darf auch Antifaltenprodukte benutzen, weil das macht mich irgendwie glücklich und keine Ahnung, dann denke ich, dass mein Gesicht dann auch irgendwie länger an Ort und Stelle bleibt. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wie das so mit dem Alter wird und mir, ne? Aber andererseits, ich habe keine Angst vor dem Alter. Ich habe irgendwie echt Bock drauf, irgendwie so als Omi auf dem Schaukelstuhl zu sitzen, vor dem Kamin, der so vor sich hin knistert, und dann so ganz entspannt vor mich hinzuschaukeln. Ein paar Enkelkinder laufen um mich drum zu, mit meinem Hund, den ich dann haben werde. Und so ist meine Vorstellung, sagte sie und wippte hier auch schon so ein bisschen rum. Ne? Meine Vorstellung ist sehr bildlich. Ich freue mich aufs Alter, echt. Dennoch darf ich dann doch dafür sorgen, dass mein Gesicht noch da bleibt, wo es ist. Ja, da müsste ich theoretisch auch andere Körperpartien noch mit abdecken, aber die Möppen sind so klein, die können eh nicht runterfallen. Holla, die Waldfee. Die 6 ist ganz schön groß und da sind auch wieder Herzchen drauf und es rollt hier drin. Das ist bestimmt auch wieder eine große, große Creme. Groß, roll. Oh, was bist du? Von M.A. Samvino Gold. Straffende Körpercreme. Ich sprach davon, dass ich auch andere Körperregionen dazu bringen sollte, an Ort und Stelle zu bleiben. Und das finde ich ja großartig, ne? Cool. Ja, straffende Körpercreme regelmäßig auf den Körper auftragen und einmassieren. Nice, 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 nice. Riechst du nichts durch? Ist ja noch hier komplett verschlossen. Aber ich freue mich aufs Benutzen. Coole Sache. Bislang waren die Boxen tatsächlich auch größtenteils echt überdimensioniert für das, was da drin war. Finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, weil die Produkte schon sehr, sehr wertig sind. Ne? Also dann ist es auch okay, wenn da kleinere Produkte drin sind. Aber wir haben jetzt noch keine Pröbchen oder so ein Kram hier mit drin, was ich in einem 70-Euro-Kalender auch nicht erwarten würde, um ehrlich zu sein. Und jetzt, so Stand jetzt, ne? Wir sind jetzt bei Box 7, bin ich echt glücklich, diesen Adventskalender gekauft zu haben. Und dann gucken wir mal, was die 7 sagt. Wieder so eine Creme. Ach, wie geil. Das ist von M.A.S.A.M. Retinol Intense 24-Stunden-Creme. 20 Milliliter sind hier enthalten. Meine Herren, sind da geile Sachen drin. Morgens und abends nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Du riechst da überall nichts durch. Das haben die echt gut gelöst hier, ne? Aber es sind schöne, hochwertige Tiegel. Also da habe ich echt Bock drauf, das zu verwenden. Ich hatte ja schon mal eine Nachtcreme von M.A.S.A.M. und fand die toll. Das war die die Rose, Vino Rose, glaube ich. Die fand ich gut, die habe ich echt gut vertragen. War aber tatsächlich eher was für den Sommer bei mir. Aber ja, ne? Jetzt habe ich noch ganz viele andere Möglichkeiten, um mich einzucremen. Die Nummer 8 hat so kleine Geschenkchen mit drauf. Das finde ich auch sehr, sehr niedlich. Perfect Eye, ein Augenserum mit 7 Millilitern von M.A.S.A.M. ist hier drin. Morgens und abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen und sanft einklopfen, wie man halt eine Augencreme verwendet. Die Nummer 9 ist wieder sehr klein und leicht. Ist vielleicht auch wieder eine Maske oder sowas drin? Ja, sehr schön. Kollagen, Hals- und Dekolleté-Straffungsmaske. Ach was. Ceramide, Booster zur Unterstützung der hauteigenen Kollagenproduktion. Glättet und strafft sofort die Haut. Pflanzlicher Kollagenbooster aus der Lupine. Da sind auch wieder zwei Cremeanwendungen drin und die kann ich mir sehr gut in Kombination mit der Resveratrol-Gesichtsmaske vorstellen, dass du halt quasi komplett das Gesicht, Hals und Dekolleté einmaskiert hast. Kann man gut vorm Duschen machen, ne? Und dann irgendwie 15 Minuten durch die Gegend rennen und sich dann unter die Dusche stellen, das Ganze abwaschen. Das finde ich immer am einfachsten, sage ich mal, ne? Ja, cool. Die Nummer 10 ist ganz schön schwer. Hat auch wieder Geschenke drauf in Pink. Ahuhu Organic Hair Care Koffein Thickening Shampoo. Oh, Kraft und Fülle mit Koffein von Ahuhu. 75 Milliliter sind hier enthalten.
Das kann ich auch gut gebrauchen, denn mein Haar ist, wie man sieht, ja relativ fein. Also ich habe sehr, sehr dünnes und sehr glattes Haar. Also jetzt dadurch, dass ich heute einen Bommel getragen habe, sieht es jetzt ein bisschen wellig aus. Aber ne, das ist halt eigentlich nur durch den Bommel bedingt. Normalerweise sind die einfach glatt und platt. Und da kann ich so ein kräftigendes Shampoo sehr gut gebrauchen. Hoffentlich haben wir da auch noch die passende Spülung für drin, weil das finde ich immer super. Vitale Kraft, das Shampoo für fühlbar dickeres Haar. Mit erfrischendem Menthol, das mag ich nicht. Und einem extra an kräftigen Wirkstoffen. Ich mag echt nicht so gerne Menthol. Aber gut, was macht man nicht alle für schöne Haare, ne? Ist auch wieder hier 1A verschlossen. Boah, aber das Menthol riecht raus. Das ist sehr männlich, ne? Ich mache einiges für meine Haare. Auch sowas würde ich für meine Haare machen, ja. Die Nummer 11 rollt hier auch wieder drin. Das ist bestimmt auch wieder ein Tiegel. Hier haben wir wieder Vino Gold Tages- und Nachtcreme. 25 ml. Boah, da kriegst du echt die komplette Vino Gold Reihe. Und das finde ich so geil. Das feiere ich ja, ne? Wenn du so komplette Pflegereien dann auch testen kannst. Geil. Der ist auch bestimmt wieder zu. Ich will irgendwas riechen. Ich rieche nichts. Warum nicht? Menno. Aber ich will auch nicht alles aufreißen. Zwiespalt. Ah. Hier haben wir die Halbzeit. Eine Augencreme von M. Asam Vino Lift Eye Cream. 15 ml sind hier enthalten. Also du wirst hier wirklich pflegetechnisch für dein Gesicht und für alles. Echt, du wirst hier 1A versorgt. Ja, auch wieder ganz normal morgens und abends auftragen, ne? Oh, das hat hier so einen schönen, ne? Ausdruck? Öffner? Weiß ich nicht. Applikator? Das riecht sehr angenehm. So ganz leicht frisch parfümiert. Ich denke, dass es halt auch wirklich so ein bisschen dieses erfrischende Gefühl geben wird und die Augenpartie kühlen wird. Also so riecht es auf jeden Fall, ne? Gut, das ist der Vermutungseffekt. 9 Monate kann man die offen haben. Normalerweise Augencreme steht sehr, sehr oft drauf, dass man die auch nur 3 Monate offen haben kann. Bei dir sind es 9. Hui, die 13 ist ganz schön groß und es ist wieder ein Tiegel. Boah, Wahnsinn, wie viele geile Tiegel hier drin sind. Also da kannst du, wenn du so einen Adventskalender bekommst, wahrscheinlich noch ein paar Leute mit dir mitversorgen. Nicht nur du selbst. Resveratrol Creme Peeling. Oh. Mega. Auf die feuchte Haut auftragen, in kreisenden Bewegungen sanft einmassieren und mit warmem Wasser abwaschen. NT50 Navigation Technology. Keine Ahnung, was es heißt. NT50, weiß ich nicht. Das ist ein schöner Tiegel und der enthält 75 ml. Ich mag ja dieses Gold, ne? Ach, wieder zu. Ja, aber auch das Resveratrol, was ich als Serum habe aktuell, das ist sehr, sehr, sehr dezent parfümiert. Der Geruch verfliegt super schnell. Du hast halt nur in dem Moment, wo du dir das auf das Gesicht aufgibst, so ein leicht so einen edlen Geruch. Das ist schwer zu beschreiben, Leute. Wirklich schwer. Sehr, sehr angenehm. Leicht frisch, aber auch nicht so säuerlich frisch oder irgendwie zu, ne? Keine Ahnung, limonig oder so, sowas würde ich auch nicht mögen. Das hier ist aber klasse. Wofür bist du denn? Ja, das scheint dann aber ganz normal für den Körper zu sein, ne? Creme Peeling, ja. Die Nummer 14 ist hier drin. Von Flora Mare eine Handcreme. Da sind 50 ml enthalten. Flora Mare, ja, das ist die Marke, von denen ich die Box gekauft habe, die Surprise Bag quasi. Eine sehr hochwertige, eine sehr, sehr gute Marke. Ist alles sehr maritim vom Duft her. Also wenn du dich mit solchen Produkten eincremst, dann riecht es, als wärst du so an der Nordsee oder an der Ostsee oder so. Also für mich, ne? Für mich ist Nordsee, Ostsee, das ist immer so Urlaub. Und ich finde, so riechen die Produkte auch. Kannst du schlecht beschreiben, riecht aber geil. Die Nummer 15 hat die schönste Verpackung, wie ich finde. Denn es ist pink und es hat Herzchen drauf. Das ist was für Claudi. Dann gucken wir da mal rein. Oh, und du guckst da drauf und da steht drauf, du bist schön. Also wenn das nicht mal hier ultra lieb ist, ne? Oh, finde ich herrlich. Was bist du? Asam Beauty, du bist schön. Ein Taschenzerstäuber, ein Pocket Mister. Ganz ehrlich, Leute, leg ich euch ans Herz. Den hatte ich auch schon in anderen Adventskalendern drin. Und den verwende ich tatsächlich nicht, um da Parfüm reinzufüllen, was du durchaus könntest, ne? Sondern für meinen Toner. So, und jetzt kommst du. Mega geil. Wenn du so morgens... Ohne Witz, ich dusche ja abends, ne? Wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich ja meistens echt zermatscht. Ich bin kein Morgenmensch, wirklich nicht. Brauchst du mich auch nicht groß ansprechen, ich mache mir Radio an und das war's schon, ne? Das war das höchste der Gefühle. Vielmehr sollte auch jetzt nicht beim Fertigmachen mit mir gesprochen werden. Dann nehme ich halt erstmal Zähneputzen und so. Und dann nehme ich halt den Toner, um mein Gesicht zu tonen.
Und da ist es so geil, wenn du dir das in so einen Zerstäuber machst und dir einfach das ins Gesicht direkt sprühst. Das ist, als würde dir einer in Eimer Wasser ins Gesicht kippen. Aber du fühlst dich halt direkt erfrischt. Das ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Also eine richtig, richtig coole Geschichte, die ich jetzt irgendwie herausgefunden habe, was ich großartig finde und was ich euch einfach mitteilen will. Das ist halt auch echt hübsch, ne? Das ist echt hübsch. Ach, so schön. Kannst du natürlich auch mit Parfüm machen, ja. Ist ja jedem freigestellt. Sowas als Gimmick oder als Zusatzprodukt neben Pflegeprodukten in dem Kalender finde ich übrigens geil, weil das cool ist, weil man das echt gut verwenden kann. So, die Nummer 16 haben wir hier. Das ist bestimmt auch wieder eine Gesichtsmaske. Und zwar die Hyaluron-Feuchtigkeitsmaske, Mangostan-Fruchtextrakt und Essential-Zell-Booster-Faktor. Parfümfreie Gelmaske für das Gesicht, aufpolsternd und glättend. Mit patentierter Hyaluronsäurekomplex. Mit patentiertem Hyaluronsäurekomplex. Ja. Ne? Damit kannst du dich glätten und dich mit Feuchtigkeit versorgen und alles ist gut. Ja. Die Nummer 17. Tannebäumchen. Wie weit im Voraus holst du dir deinen Tannebaum? Wir machen das immer recht kurzfristig. Von M. Asam das Hydrolift, ein Instant Effect Beauty Treatment. 10 ml sind hier enthalten. Ein feuchtigkeitsspendendes Wirkstoffkonzentrat mit Soforteffekt zur Unterstützung der Spannkraft und Elastizität der Haut. Ihre Haut fühlt sich sofort spürbar gestrafft an. Also quasi wie ein Serum dann wahrscheinlich zu benutzen. Oh, schön. Oh, ist das schön. Guck mal, hier mit so einer Pipette kommt das. Sowas finde ich ja immer großartig, ne? Das sieht immer so hochwertig und so elegant aus. Wenn du sowas auch im Badezimmerschrank stehen hast, finde ich herrlich. Herrlich. Richtig geil. Und für alle, die es interessiert, denn es haben mich bestimmt jetzt schon wieder 5 Leute gefragt in den Kommentaren. Ich trage die Kombination aus diesen beiden Nagellacken. Das ist von Rival de Lupiang. Dieser Gel-Nagellack in der Farbe 08 Atlantis. Und auf meinen Ringfingern trage ich drüber geschmiert von Catrice Spectra Light den 03 Irregular Galaxis. Genau. Ne? Ja. Der Kalender macht Spaß. Der macht richtig Spaß, weil du hast hier nicht nur so fusselige Produkte drin. Auch in der 18 wird sich garantiert kein Fusselprodukt verstecken, sondern ein Produkt. Etwas, was man auch so kaufen kann. Oder wie auch immer. Geil. Geil. 10 ml von dem Magic Finish Make-up von M. Asam. Da habe ich doch so viel von gehört. Geil, jetzt kann ich es austesten. Geil, 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 geil. Der Catrice One Minute Face Perfector sollte ja ein Dupe zu diesem hier, glaube ich, sein. Und jetzt habe ich hier mal wirklich eine 10 Milliliter Geschichte und kann das hier auch mal auf dem Handrücken swatchen. Da kommt so eine braune, mußige Wurst raus. Dann soll man das so verblenden und dann... Ja, boah, ist das geil. Zack, eingeblendet. Passt sich direkt dem Hautton an und ist auch, als wäre es schon abgepudert und als wäre gar nichts auf meiner Haut. Aber hier sieht schöner aus. Geil. Wird noch auf dem Gesicht getestet, freue ich mich drauf. Guck, da haben wir sogar dekorative Kosmetik hier mit drin, ne? Läuft. Die 19 rollt hier schon wieder drin rum. Das ist garantiert auch wieder Tiegel oder sowas. Das ist von M. Asam Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream 20 ml. Ja, ne? Das ist dann wahrscheinlich feuchtigkeitsspendend und glättend. Und so schön wieder in diesem, ne? Ah, oh, die Farbe gefällt mir. Sieht man kaum, ne? Ja. Hier sind so schöne Sachen drin, Leute. Danke, dass ihr mir den empfohlen habt. Echt. Die Nummer 20. Oh, M. Asam Retinol Intense 1% Retinol Treatment. Hier haben wir wieder 2x2 ml eine Ampullenkur drin. Geil. Ampullen sind schön, Leute. Kann man, ich finde, gerade im Winter auch sehr, sehr gut verwenden, ne? Da verwende ich fast schon mehr Ampullen als Gesichtsmasken, weil ich habe jetzt irgendwie in gefühlt jedem zweiten Beauty-Adventskalender auch Ampullen drin und ich finde es so, so schön, dass man dann auch mal so diese High-Pflege-Geschichte mal testen kann, weil ich finde, Ampullen sind immer irgendwie dieses, oder haben dieses Gefühl von Luxus, oder? Hab nur ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich dann immer luxuriöser gepflegt. Oh, und wir sind schon im 20er-Bereich. Oh, 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 es geht dem Ende zu. Die Nummer 21. Vielleicht haben wir hier auch mal die Spülung drin. Ich vermisse noch eine Spülung von Ahuhu. Nö. Better Skin Fruit Enzym Serum. 10 ml. Okay. Bei Fruchtsäure bin ich immer etwas vorsichtig, weil meine Haut auf sowas schnell reagiert. Dieses Serum mit Fruchtenzym befreit die Haut besonders sanft von abgestorbenen Hautschüppchen und unterstützt dabei die Hauterneuerung. Zweimal wöchentlich am Abend auf das gereinigte Gesicht oder partiell auftragen und sanft einmassieren, nach 5 bis 10 Minuten gründlich mit Wasser abwaschen.
Nach der Anwendung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Verwenden Sie am nächsten Tag eine Pflege mit Lichtschutzfaktor. Okay, solche Produkte machen mir dann wirklich Angst, ne? Aber ich habe noch nie so ein Säurepeeling oder sowas verwendet. Vielleicht sollte ich das echt mal versuchen. Sieht auch wieder so hübsch aus. Habe ich noch nie verwendet. Die Nummer 22 mit Sternchen. Mit pinken und silbernen Sternchen. Hier habe ich drin Youth Lift Express Lifting Gel. Ach, du ahnst es nicht. 7 Milliliter sind hier enthalten. Und da hast du sogar einen Beipackzettel hier mit drin gehabt. Okay. Optisch weniger Falten in 2 Minuten. Mit Neuropeptiden. Innerhalb weniger Minuten werden Falten optisch geglättet, vergrößerte Poren gemindert sowie Tränensäcke und Glanz reduziert. Die Nummer 23 mit Rentieren. Schön. Der Tag vor Heiligabend. Im Asam Perfect Tint Optimizer Skin Instantly 10 ml. Okay, ein Hautoptimierer mit Soforteffekt. Tragen Sie Perfect Tint direkt oder nach Ihrer gewohnten Tagespflege Make-up gezielt auf Fältchen. Nach dem Make-up, okay, auf Fältchen oder dünn auf das ganze Gesicht auf. Also ist das auch wieder so ähnlich wie das, was wir gerade mit drin hatten? Okay, krass. Haha. Nachdem der Kalender und ich nun schon eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbracht haben, haben wir hier nun die letzte Box. Asam Beauty, du bist schön, 24. Hier sind Sternchen drauf und hier hinten ist ein Herz. Mal gucken, was uns von Herzen gegeben wird. Hä? Oh, da ist ein Täschchen drin. Das ist ja niedlich. Du bist schön. Oh, guckt euch mal diese niedlichen Viecher an. Das ist hübsch, oder? Mir gefällt's. Ich finde das hübsch. Für eine 24 okay, weil es außergewöhnlich ist, ist aber, ja, jetzt kein Wow-Produkt, aber es ist ein Täschchen mit einem Einhorn, einem Lama, einem Löwen, einem Bären und einem Flamingo. Süß. Echt süß. Ja, ne? Was, ja, Kosmetiktäschchen halt. Cool. Ja, ne? War schon ein ziemlich cooler Adventskalender. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Und ja, ich denke schon, die 160 Tacken haben wir wohl erreicht. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein, den ich errechnet habe. Ja, fand ich ganz cool, doch. Auch dieses Täschchen finde ich ganz niedlich. Aber das kommt jetzt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Und ich packe dir noch ein paar andere Produkte mit in deine Box. Und zwar die Floramare Handcreme, die Resveratrol Glättungsmaske und das Resveratrol Serum. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht zum einen unten in der Infobox, aber am besten verwendest du auch noch einen wunderschönen Smiley, und zwar ein Einhorn-Smiley. Oh. Denn die Verlosung ist natürlich nur für meine treuen Abonnenten, die auch wirklich das Video bis zum Ende schauen. Also jetzt so, ne? Ihr so, die jetzt noch zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!